Sind Sie politisch korrekt? Machen keine rassistischen oder sexistischen Witze, nennen das hier einen Schokokuss und rufen im Restaurant nicht Fräulein Zahlen? Tatsache ist, um die politische Korrektheit ist ein Streit entbrannt. Für die einen ist die Ausdruck von gegenseitigem Respekt, für die anderen ein unerträglicher Moralismus, der Denkverbote transportiert. Wie viel politische Korrektheit sein muss und ob es die Medien mit der Political Correctness übertreiben, darüber diskutieren wir jetzt am philosophischen Stammtisch. Ich begrüße sehr herzlich unsere Stammgäste. Catherine Newmark, ursprünglich aus Zürich, heute wohnhaft in Berlin. Konrad Paul Liesmann aus Wien. Und als Gast heute bei uns Norbert Bolz. Er ist ebenfalls aus Berlin. Er ist dort Professor für Medienwissenschaften an der Technischen Universität in Berlin. Ganz herzlich willkommen Ihnen allen. Ja, dass die Political Correctness in einigen Kreisen fast schon zum Schimpfwort wurde, hat viele Gründe. Für den deutschen Sprachraum allerdings wird häufig ein Ereignis als Kristallisationspunkt genannt, nämlich die Silvesternacht des Jahres 2015 in Köln. Die Medien nannten sie die Nacht der Schande. Und das, was danach folgte, den Niedergang des Journalismus. Das ZDF verschwieg anfänglich die Vorfälle und damit den Migrationshintergrund der Täter. Für diese Berührungsangst entschuldigte sich der Sender später. Es war wohl die Angst, den fremden Hassern in die Hände zu spielen, die sich dadurch erst recht bestätigt sahen in ihren Vorwürfen gegen die Lügenpresse, wie sie es nennen. Politische Korrektheit. Eine Formulierung, die im Amerika der 90er Jahre geprägt wurde. Als Kampfbegriff der konservativen Rechten gegen die liberale Linke. PC, Political Correctness, spaltet seither die USA. Die einen wollen Minderheitenschutz um jeden Preis, auch wenn er bizarre Blüten treibt. Die anderen sehen darin ein Redeverbot, das die öffentliche Meinung und die politische Debatte lähmt. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dermaßen politisch korrekt zu sein. Ja, Herr Bolz, wir können es uns nicht mehr leisten, dermaßen politisch korrekt zu sein. Stimmt das? Ich finde, wir sollten es uns gar nicht leisten, politisch korrekt zu sein. Im Übrigen, dieser kleine Film ist großartig in seiner Präzision, beschreibt im Grunde den gesamten Tatbestand und das gesamte Problem, so wie ich es, wenn ich das sagen darf, überhaupt noch nie im Fernsehen gesehen habe. Denn das ist ja auch ein Bericht des Fernsehens über sich selbst, beziehungsweise ein Medien, die ihre eigene Problematik darstellen. Also insofern ist Political Correctness mittlerweile an einen Punkt angelangt, wo diejenigen, die sie verteidigen, selber erste Zweifel bekommen. Bei uns in Berlin gibt es eine Zeitung, die tatsächlich eine Serie gestartet hat mit der Fragestellung, haben wir es mit der Political Correctness übertrieben? Ich würde allerdings sagen, wir hätten gar nicht damit anfangen sollen. Denn sehr, sehr schnell ist der ursprüngliche kluge Impuls, der ja auch in Ihrem Film angesprochen worden ist, ins Absurde umgekippt. Das war nämlich der kluge Impuls, tatsächlich Minderheiten zu verteidigen, zu schützen und ihnen Artikulation zu geben und sie auch zu schützen gegen verbale Diskriminierung. Aber daraus ist mittlerweile eine Kultur der Überempfindlichkeit geworden, die im Grunde maßlos ist und die im Grunde jedem die Möglichkeit gibt, aufzutreten mit dem Anspruch, ich bin beleidigt und ich will Wiedergutmachung. Aber wenn Sie jetzt sagen, ursprünglich war die Idee eine gute, warum sagen Sie dann, wir hätten gar nicht damit anfangen sollen? Wir hätten nicht mit der Political Correctness anfangen sollen als Kultur des politischen Moralismus und der Sprachhygiene und der Sprachverbote, sondern man hätte dabei bleiben sollen, tatsächlich aktiv eine Art Öffentlichkeit für diskriminierte Minderheiten stark zu machen. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr schnell zum politischen Instrument geworden. Und Political Correctness ist ja ein Campusphänomen. Und in der Universität neigt fast jede intellektuelle Entwicklung zu einer, dazu, exzessiv zu werden. Und das ist eben sehr, sehr früh passiert. Und leider Gottes haben wir nur noch diese exzessive Form vor uns, die man kaum mehr parodieren kann, weil sie im Grunde schon Selbstparodie ist. Aber wenn ich jetzt genau diesen Hinweis mit der Campuskultur aufgreifen darf, ja, natürlich. Ich meine, über die
Vernünftigkeit von 20-jährigen Studierenden, da können wir uns lange streiten. Das ist klar, dass das nicht unbedingt sozusagen die politisch besten Lösungen für die allgemeine Gesellschaft hervorbringt, was junge Leute erstmal beschäftigt. Und Political Correctness als Campusphänomen finde ich... Also damit meinen Sie das Umfeld der Hochschulen sozusagen? Genau, also die Studenten haben da immer natürlich radikale Ideen und wollen die Welt verbessern. Was allerdings mir scheint, die Geschichte der politischen Korrektheit tatsächlich auch prägt, ist, dass... gewisse konservative Kreise sich dann mit einem komischen Furor auf diese Campuskultur gestürzt haben und gesagt haben, oh, hier soll jemandem der Mund verboten werden, und das sozusagen zu einem großen politischen Gesamtpaket gemacht haben, also dem nicht den Ort gegeben haben, den es ist. Und politische Korrektheit ist meiner Meinung nach vor allem als polemischer Begriff gegen politische Korrektheit ja groß geworden. Und es wird immer unterstellt, also es gäbe eine Diktatur der politischen Korrektheit. Aber ich möchte jetzt gerne mal hören, was Sie gerne sagen möchten, was nicht mehr gesagt werden darf. Es sagen ja dauernd Leute in sehr großen öffentlichen Medien sehr laut und meinungsstark, dass sie jetzt nicht mehr sagen dürfen. Aber was dürfen Sie denn eigentlich nicht mehr sagen? Diese Art von leichter Hysterisierung. Und noch ein Punkt, es kam ja jetzt auch am Schluss noch Trump. Also Trumps Agenda war ja gegen politische Korrektheit. Und er konnte sich damit, indem er grob, unhöflich, verletzend und auch grausam und wirklich unangenehm war, zum mutigen Kämpfer stilisieren, weil er gesagt hat, das ist gegen die Diktatur der politischen Korrektheit, die aber meiner Meinung nach wirklich ein Phantom ist. Glaube ich allerdings nicht. Also eigentlich möchte ich jetzt von Ihnen wissen, ob es ein Phantom ist. Sie kommen gleich dran, aber vielleicht noch ganz kurz die Frage aufzunehmen. Ja. Was möchten Sie denn sagen, was Sie nicht sagen können? Ich bin ja hier Beobachter und versuche zu analysieren, also eine Art Kulturanalyse zu machen. Ich habe keine Probleme, das zu sagen, was ich sagen möchte. Aber ich beobachte natürlich, dass es keineswegs so ist, wie Sie unterstellen, dass man sagen könnte, was man will und womöglich sogar großen Erfolg damit haben kann, zu sagen, was man will. Die amerikanischen Verhältnisse, also die Trump-Verhältnisse, lassen sich übrigens überhaupt nicht auf Europa übertragen. Aber der entscheidende Punkt ist doch folgender. Wenn Sie darauf hinweisen, dass es Leute gibt, die politisch sehr Unkorrektes äußern und damit auch einen Publikumserfolg haben, kann man das an einem Beispiel sehr gut festmachen, nämlich Sarrazin. Das war im Grunde vor der Silvesternacht schon der erste große Knackpunkt. Vielleicht müssen wir uns ganz kurz einbringen. Ja. Thilo Sarrazin, der das Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Ganz und danach genau. Der Tugendterror, ganz der gesagt genau. Hat, der wurde niedergemacht, mundtot gemacht. Exakt. Hätte nicht und mundtot gemacht, das zu behaupten, wäre unsinnig. Denn er hat ja einen Massenerfolg mit seinen Büchern bis zum heutigen Tag. Die Leute rennen ihm die Bude ein, wenn er irgendwo eine Vorlesung macht oder sowas. Der entscheidende Punkt ist nur der. Das ist kein Zeichen für Meinungsfreiheit, einfach deshalb, weil Sarrazin ein Paria ist. Er ist eine Nicht-Existenz, er ist jemand, der in der Öffentlichkeit sogar mit Polizeischutz auftreten muss. Und das scheint mir nicht der Ausdruck einer liberalen Kultur zu sein. Herr Liesmann. Also Phantom ist es keines, zumindest nicht am Campus. Dort spürt man es ja auf Schritt und Tritt. Also auch Sie in Wien? Ja, klar, ich nehme ein anderes Beispiel. Es gibt viele Beispiele, also etwa die Verpflichtung, die mittlerweile an Universitäten herrscht, dass politisch korrekt bei schriftlichen Arbeiten und mündlichen Äußerungen gegendert wird. Ja. Jetzt kann man gegen diese Art und Weise, so etwas wie Parität der Geschlechter herzustellen, natürlich so oder so denken. Aber, wie es an manchen österreichischen Hochschulen üblich ist, dass Arbeiten negativ beurteilt werden, völlig egal von der wissenschaftlichen Qualität, nur weil jemand nicht korrekt das Binnen-I verwendet, halte ich für unerträglich, weil alle sozusagen gesetzlichen Sprachregelungen, ob das jetzt der Duden ist oder das österreichische Wörterbuch ist, kennen dieses I nicht. Also Moment, das heißt, das muss ich jetzt genauer verstehen. Also wenn jemand eine Arbeit schreibt und nicht schreibt PolizistInnen, dann wird die Arbeit schlechter bewertet, sagen Sie. Es wird schlechter bis negativ bewertet, ja, das kommt vor. Und da denke ich, da geht es um mehr als nur um ein Phantom, denn da werden sozusagen Studienerfolge davon abhängig gemacht, ob sich jemand diesen politisch korrekten Sprachgebrauch jetzt im Hinblick auf Geschlechtersensibilität anschließt oder nicht anschließt. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist nur ein Phantom. Das andere ist, natürlich haben solche politisch korrekten Denkweisen und die damit verbundenen moralischen Ansprüche auch Auswirkungen über den Campus hinaus. Ja, wir haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich, natürlich aufgrund auch der Vergangenheit dieser beiden Länder, ständig Debatten, welche Straßennamen umbenannt werden müssen, weil die Namen, nach denen hier benannt worden war, mit Personen zu tun haben oder von Personen stammen, die irgendeinen dunklen Fleck... Können Sie ein Beispiel geben? Ja, die Universität Wien
hatte als Adresse sehr, sehr lange Dr. Karl Luegering. Karl Lueger war Bürgermeister Wien um die Jahrhundertwende, ein äußerst erfolgreicher Bürgermeister, aber er war auch Antisemit. Ganz klar. Und mittlerweile haben wir die Auffassung also, dass dieser dunkle Fleck, der zweifellos in dieser Biografie dieses Politikers zu sehen war, ausreicht, um ihn gleichsam aus dem öffentlichen Straßengeschichtsbild zu streichen. Und jetzt ist die Adresse der Universität Wien nicht mehr Karl-Lueger-Ring, sondern Universitätsring. Mhm. Darüber kann man diskutieren. Ja, ich sage nicht, dass was prinzipiell jetzt falsch ist, das so zu handhaben, aber es zeigt, dass es sich nicht nur um ein Phänomen handelt, sondern es ist eine Frage der öffentlichen politischen Moral, es ist eine Frage der, einer bestimmten Form von Gesellschaftspolitik. Und ich denke, man braucht hier eine gewisse Sensibilität, um solche Fragen zu diskutieren. Und auch was mich daran interessiert, ist jetzt nicht so sehr, dass der aktuelle politische unmittelbare Diskurs oder politische Praxis, sollen sie umbenennen, was sie umbenennen wollen, Straßen sind immer umbenannt worden, je nach politischer Konjunktur, sondern mich interessiert viel mehr zum Beispiel das geschichtsphilosophische Konzept dahinter, in einer Stadt leben zu wollen, in der uns nichts, aber auch nichts, kein Gebäude, kein Name, kein Straßenzug, kein Denkmal an Zeiten erinnert, die eben politisch, moralisch nicht einwandfrei gewesen waren. Das finde ich auch wahnsinnig interessant und natürlich sind diese moralischen... Dahinter steckt nämlich genau jenes Phantasma von Reinheit, ja? Ja. Dass wir auf der anderen Seite den großen Verkündern biologischer, rassistischer, nationalistischen Reinheiten zu Recht vorwerfen. Mhm. Zu Recht vorwerfen. Und wir verfallen selbst diesen Reinheitsgeboten. Und das finde ich einfach philosophisch interessant. Mhm. Allein ein Begriff, den Kontext von politischer Korrektheit immer auftaucht, politische Hygiene, ist eigentlich der biologistische Begriff, der aus einer ganz anderen Ecke stammt. Also ich habe mich schon nicht so verliert. Ich möchte Ihnen ja auch nur zustimmen. Ich finde diese politischen Debatten, die wir führen, auch diese moralischen Debatten, wie sollen wir sprechen, wie soll unsere Städte benannt, die Straßennamen benannt sein, dass da ganz viele Implikationen sind, klar. Und das sind aktuelle Fragen. Wogegen ich mich wehre, ist gegen diese Verschlagwortung Political Correctness als Gegner. Weil Political Correctness ist nur ein polemischer Kampfbegriff, mit dem einfach etwas abgebügelt werden soll, was sozusagen alles in eine diffuse Ecke gestellt wird. Wir können uns darüber streiten, inwiefern geschlechtergerechte Sprache sinnvoll ist, was für Straßenbenennungen sinnvoll sind. Aber wenn wir alles sozusagen mit diesem reaktionären Kampfbegriff, nämlich Political Correctness existiert ja innerhalb der Linken nur als Selbstverballhornung, das kam in den 70er Jahren auf, also da hat man die Leute, die zu maoistisch waren, als Political Correct bezeichnet und das gibt sozusagen als Selbstbezeichnung viel, viel weniger, als es als Kampfbegriff auftaucht. Und ich finde, wir machen aus diesen doch sehr bedenkenswerten Themen, wie gehen wir mit Sprache um, wie gehen wir mit Geschichtsbewusstsein um, einfach eine sozusagen eine platte Kampfzone mit denen, die man, das dürfte man noch sagen, und denen, die man darf nichts mehr sagen. Man macht ein Problem, was tatsächlich besteht in einer geschichtsphilosophischen Dimension und in einer Sensibilitätsdimension zu einem plumpen politischen Kampf. Und noch ein Wort zu dem, man darf weiterhin ja fast alles sagen und das große Schreien, dass man es nicht mehr sagen darf. Es ist nicht so, dass man nicht kritisiert wird für das, was man sagt. Und es wird ja immer den Campuskulturen vorgeworfen, dass das so Snowflakes ist der neueste Begriff, das ist Schneeflocken, die sind immer alle beleidigt und sind viel zu sensibel, sie können keine Meinung ertragen, die nicht die ihre ist. Aber ich finde natürlich umgekehrt, die Leute, die dauernd sozusagen klagen, dass die politische Korrektheit ihnen nicht mehr erlaubt, irgendwas zu sagen, das finde ich ist die wahre Snowflake. Also die schließen sich auf eine Art und Weise dieser Beleidigungskultur, die sie anderen vorwerfen, genau an, indem sie nämlich sagen, ich darf ja nichts mehr sagen, ich darf halt leider diese Begriffe nicht mehr brauchen und so weiter. Man macht eine Polemik daraus. Ich glaub, es gibt eine leichte Methode, um das Problem zu klären. Im Übrigen war das der allererste Reflex der Campus-Linken in Amerika, die These aufzustellen, Political Correctness existiert überhaupt nicht, das ist nur ein Kampfbegriff der Rechten. Das ist so, das war der Start. Das ist aber historisch und, relativ präzise, muss man und sagen. Ich würde sagen, das ist Unsinn, aber wir können diese Diskussion dadurch, glaube ich, in ein besseres Fahrwasser bringen, indem wir uns überlegen, was steckt eigentlich hinter Political Correctness oder was sind die Elemente, aus denen sich zusammensetzt. Es sind viele
Ziele, ich nenne meine, die meines Erachtens wichtigsten, das sind zwei. Das ist auf der einen Seite politischer Moralismus und auf der anderen Seite Sprachhygiene. Und ich glaube, sprechen wir über die Sprachhygiene nachher. Dann sagen Sie mal, was ist denn politischer Moralismus für Sie? Politischer Moralismus bedeutet, über politische Probleme nicht politisch zu diskutieren, sondern sie in gut-böse Kategorien aufzuteilen. Das heißt also, dass Sie, wenn Sie, nehmen wir mal das klassische Beispiel der Realpolitik des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Keine der realpolitischen Entscheidungen lässt sich mit der moralischen Kategorie gut oder böse in irgendeiner sinnvollen Weise diskutieren. Aber genau das tun wir heute. Wir benutzen im Grunde jedes Thema und jede Information, um sie mit bestimmten Meinungen zu legieren. Und wenn Sie diese Meinung nicht vertreten, manövrieren Sie sich in das politische Abseits, das eben heute als politisch unkorrekt gilt und das eben nicht nur Kritik herausfordert, das ist das selbstverständlich, dass Meinungen Kritik herausfordern, sondern Sie werden sanktioniert in einer moralischen Weise und gelten als Unmensch. Ich nenne Ihnen nur noch einen Hinweis auf die ganze Sache, was das Extrem des politischen Moralismus ist. Das ist hoffentlich in der Schweiz nicht ganz so wie in Deutschland. In Deutschland, wenn Sie eine Position vertreten, die beispielsweise in Schlüsselfragen unserer Zeit, wie etwa Flüchtlingspolitik, aber auch Europa, politische Zukunft Europas und Ähnliches, nicht die Meinung der großen Koalition zwischen politischer Klasse und Mainstream-Journalismus vertreten. Wenn Sie da außerhalb sind, gelten Sie zunächst einmal als rechts, was kein Problem ist. Warum nicht rechts? Wenn Sie aber rechts sind, sind Sie gleichzeitig rechtspopulistisch. Wenn Sie rechtspopulistisch sind, gehören Sie wahrscheinlich zur AfD oder zu Pegida und dann sind Sie eigentlich schon ein Nazi. Das heißt, es gibt einen slippery slope, einen verhängnisvollen Abhang, den man wahnsinnig schnell herunterrutscht, wenn man sich in irgendeiner Weise vom Mainstream der Meinungen abkoppelt, also von dem politischen Moralismus. Aber ist das jetzt nicht eine Vereinfachung? Stimmt die wirklich so? Bei uns in Deutschland in jedem Fall, und das können Sie an jedem dieser Themen ganz einfach überprüfen. Man die Themen, also ich glaube, man kann das schon sehr gut überprüfen. Für Deutschland fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht so das knackige Beispiel ein, aber in Amerika dafür, dass es natürlich Leute gibt, die rechts sind und die konservativ sind und die mit einer differenzierten Meinung in der Öffentlichkeit stehen. Also da können wir mal kurz drüber nachdenken. Da, glaube ich, gibt es einige. Man wird schnell zum Rechtspopulisten, wenn man rechtspopulistisch unterwegs ist und polemisiert. Wenn man hingegen mit einer differenzierten rechten Meinung in der Öffentlichkeit steht, und da fallen mir eigentlich auch viele Journalisten ein. Tatsächlich? Also, ja, da würde ich jetzt, also ich meine, lesen Sie mal die FAZ, das ist jetzt auch außer nicht der FAZ links. Wird Ihnen keine einzige einfallen. Aber warum? Doch, ist auch tatsächlich und, das also seriöse doch, also Brot wo, in diesem, wo ich Ihnen recht Meer. Gebe, ja, ja. ist, wenn wir sagen, wir haben, Nein. eigentlich brauchen wir ein Ideal eines differenzierten öffentlichen Diskurses, in dem unterschiedliche Meinungen mit einer vernünftigen Basis ausgetragen werden. Und das existiert nirgendwo. Das ist ein regulatives Ideal. So ganz erreicht haben wir es nicht und wir können dran verarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle einen Kommentar einbringen einer Zuschauerin. Regina Probst hat uns geschrieben, und das ist nämlich genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Frau Newmark. Sie hat uns geschrieben, Political Correctness ist unentbehrlich in ihrem Kern, wenn wir sowas wie einen kultivierten Umgang untereinander pflegen wollen. Also ein Plädoyer für Political Correctness, damit wir gepflegt miteinander sprechen können. Nein? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Nur als kleiner Nachtrag zu dem, was Sie gesagt haben, der Fall Jörg Barbaroski zum Beispiel. Ja? Ein hervorragender Osteuropa-Historiker, der wirklich bahnbrechende Arbeiten über Stalinismus geschrieben hat, der sich in Fragen etwa der merkelschen Flüchtlingspolitik kritisch dazu geäußert hat. Und der ist jetzt der Rechte, der wird von Podien wieder ausgeladen, mit dem diskutiert man nicht. Der steht unter Dauerbeobachtung einer protestischen Campus. Also er war letzte Woche im Landesmuseum Zürich, Jörg Barbaroski, der Historiker. Aber da möchte ich jetzt auch mal nachfragen, was ist denn eigentlich das Problem? Jetzt haben Sie beide gesagt, man wird dann in die rechte Ecke gestellt. Aber warum? Das Problem ist nicht die rechte Ecke, sondern das Problem ist, dass wer in der rechten Ecke steht, mit dem diskutiert man nicht mehr. Barbaroski wird irgendwie immer noch viel diskutiert in Deutschland. Also ich lese jede zweite Woche ein Interview mit Barbaroski und der wird auch nach wie vor als Experte geschätzt. Einer der Anlassfälle, die, es war halt dann die FAZ, dazu bewogen hat, einen Artikel
oder eine Serie von Artikeln zu schreiben, wo kritisch nachgefragt wurde, ob es wirklich diese Freiheit der Wissenschaft, die das Fundament von Wissenschaft sein muss, an deutschen Universitäten noch gibt. Also es kann sein, dass die sich alle irren, es kann sein, dass die alle einen falschen Blick auf die Realität haben, es kann sein, dass sozusagen die Wahrheit hier gepachtet sitzt, aber ich bin ein bisschen skeptisch. Aber prinzipiell, noch einmal, mich interessieren gar nicht so sehr diese Einzelfälle. Da kann man immer sagen, ist vielleicht verunglückt, ist die Spitze eines Eisberges, ist ein Einzelfall oder eine Regel, kann man lange nur diskutieren. Ich frage mich prinzipiell, es interessiert mich viel mehr, ob wirklich für einen zivilisierten Umgang miteinander so etwas wie politische Korrektheit notwendig ist, wenn ich unter politischer Korrektheit ein ganz bestimmtes Set von Sprachvorschriften, von Sprachnormierungen und auch von Verhaltensweisen verstehe, glaube ich, kann man tatsächlich darauf verzichten, weil ich würde ganz was anderes stark machen wollen. Ich würde zum Beispiel bestimmte Formen von Höflichkeitserziehung stark machen wollen. Ich würde stark machen wollen bestimmte Formen von Sensibilität. Ich verstehe nicht, warum. Ist das nicht genau das? Ist es nicht genau Höflichkeit? Weil wenn ich sozusagen aus Selbstbewusstheit und autonom, aus einem bestimmten Autonomieanspruch, mir darüber Gedanken mache und klar werde, wie ich sprachlich mit meinem Gegenüber umgehe, dann brauche ich nicht Regeln, an die ich mich halten muss und wo ich sofort verklagt werden kann, wenn ich ein falsches oder vermeintlich falsches Wort, eine vermeintlich falsche Formulierung verwende oder sozusagen vielleicht auch gar nicht bewusst eine Mikroaggression losgelassen habe, weil ich eine Frau für hübsch erklärt habe und die andere Frau, die daneben steht, sich nun diskriminiert fühlt. Moment, Herr Liesmann, Stichwort Mikroaggression. Ich möchte Ihnen gleich nachher das Wort geben. Schauen wir kurz, was Mikroaggression ist. Es ist ja tatsächlich so, eine Frage ist nicht nur, oder die Frage ist nicht nur, was man sagt, sondern wie man es sagt. Und in diesem Kontext ist das Stichwort Mikroaggression ganz wichtig geworden. Schauen wir dazu kurz einen Einspieler. Die Unis in den USA. Die moralischen Gewissen des Landes. Darum nicht erstaunlich, dass dort der Begriff Mikroaggression entsteht. Das Ziel der Generation? Mikroaggression verhindern, also eine Aggression, die mikro, subtil passiert, gegen Minderheiten gerichtet ist, aufgrund etwa von Geschlecht, Aussehen oder Nationalität. Beispiele? Woher kommst du eigentlich wirklich? Impliziert, du lebst zwar hier, bist aber doch fremd. Du siehst heute gut aus, verstanden wird sonst eigentlich nicht so. Im Mikrobereich kann vieles Aggression bedeuten. Oft nicht gelassen wird die Diskussion in den USA geführt, Beispiel Universität Yale. Ich habe euch gehört, es tut mir leid. Eine Entschuldigung vor aufgebrachten Studenten? Der Professor hatte gefordert, provokative Halloween-Kostüme an der Uni zu erlauben. Zu viel der Aggression. Auch wenn Sie den Rassismus, den wir spüren, nie erfahren werden, können Sie nicht einfach so tun, als gäbe es ihn nicht. Nur noch Schweigen. Eines Landes wie der USA wäre das unwürdig, wo doch freie Meinungsäußerung und Redefreiheit zu den höchsten Gütern gehören. Ja, also mit Mikroaggressionen kann ich nicht so viel anfangen. Ich finde ja auch dieses Yale-Beispiel wahnsinnig interessant, weil da wirklich visuell ist es ein Mob und sie kommen ihm sehr nahe. Also die Bedrohung scheint eher umgekehrt zu sein. Das scheint mir aber auch wiederum sehr typisch. Man greift sich eben diese einzelnen Beispiele auf und bläht die sozusagen heraus und bläht die auf zu einem allgemeinen Problem. Und ich möchte doch noch mal gerne kurz darüber nachdenken, worüber reden wir eigentlich. Ich finde, gewisse Formen dessen, was als politische Korrektheit verschrien wird, sind Fragen der Höflichkeit. Wie begegne ich einem anderen sensibel? Wie spreche ich ihn an? Was sind sozusagen die sensiblen Stellen? Ich finde schon auch so etwas wie eine Höflichkeit des Herzens, jemanden so zu bezeichnen, wie er sich selber bezeichnen möchte und so weiter. Sie meinen jetzt so etwas wie, wenn ein Mann als Frau angesprochen werden möchte, genau. Dann sollten wir darauf eingehen. Ja, und zum Beispiel finde ich, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, was gewisse Sprachvorschläge zur Spracherneuerung bedeuten in Bezug auf die Machtverhältnisse innerhalb einer Sprachgemeinschaft und so weiter. Das ist das eine. Und ich glaube, dass wir davon aber schon noch mal unterscheiden müssen, und das wird aber immer in einen Topf geworfen, nämlich diese wildgewordenen Linken und Feministinnen und überhaupt, ist, was sozusagen die politische Frage betrifft, wenn wir zum Beispiel über politische Flüchtlingspolitik reden, wenn wir über real politische Fragen reden, weil Sie haben das nämlich auch gerade gesagt, also die Moralisierung von Politik, das eine ist gesellschaftliche
Debatten. Natürlich sind die moralisch, was sollen die denn sonst sein? Es ist die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Die Frage von Realpolitik, da gibt es schon noch mal andere Themen. Und ich würde das aber irgendwo auch voneinander unterscheiden. Also gerade das wird ja leider nicht getan, denn das ist offizielle Politik. Gender Mainstreaming ist eine offizielle Politik, die nicht nur von Universitäten betrieben wird, die regierungsoffiziell betrieben wird und die von der EU ausdrücklich betrieben wird. Also da kann man nicht davon reden, dass die Gesellschaft sich über die Höflichkeit des Herzens und ihre Folgen oder ihren Möglichkeiten verständigen würde. Wir haben es mit einem neuen Jakobinismus zu tun. Wir haben es mit einem Tugendterror zu tun, der von Leuten ausgeübt wird, die an Machtstellen sitzen. Die sitzen in Regierungen, die sitzen an der Spitze von Universitäten und sie sitzen vor allen Dingen auch in den Redaktionen. Sonst würden ja diese Fragen gar nicht aufkommen. Sonst würden sich ja mittlerweile nicht auch Medien selber die Frage stellen, haben wir es mit der Political Correctness übertrieben? Das sind ja Leute, die längst dazu übergegangen sind, im Gegensatz zu dem, was Sie meinten, Political Correctness als positiven Begriff, als Selbstbeschreibung der eigenen Position zu betrachten. Aber der Kern ist doch folgender, und das macht die Mikroaggression ja so deutlich, die ich einfach nur noch absurd finde, diese ganze Betrachtung. Und das hat Ihr Beitrag auch wieder, finde ich, super deutlich gemacht. Wenn wir auf Empfindlichkeiten in irgendeiner Weise eingehen, als Maßstab für gesellschaftliches Zusammenleben, kommen wir aus dem Regulieren und letztlich aus diesem Jakobinismus nie wieder heraus. Das Entscheidende für das Zusammenleben in einer Gesellschaft darf nicht die Höflichkeit des Herzens sein. Das kann man sich wünschen und das sollte man kultivieren, sondern das Entscheidende für das gesellschaftliche Zusammenleben muss zweierlei sein. Auf der einen Seite Toleranz im Sinne auch des Ertragens von Anderssein und des Ertragens anderer Meinungen. Das bedeutet aber auch Ertragen der Kritik, die man selber erfährt oder der Art und Weise, wie man angegangen wird. Sie haben ja auch gesagt, man sollte doch nicht so empfindlich sein und auf Kritik reagieren. Aber genau das ist es doch. Das ist eine Überempfindlichkeit. Und auf der anderen Seite ist es eben, denke ich, fundamental, dass wir uns darauf besinnen, dass unser gesellschaftliches Leben durch das Rechtssystem geregelt wird. Und wenn jemand in einer Weise beleidigt wird, dass das rechtsempfindlich ist, rechtsempfindlich und nicht subjektiv empfindlich, dann gibt es entsprechende Regelungen und Gesetze, um Sanktionen auszusprechen. Aber es gibt keinerlei Notwendigkeit, über diesen Rechtsrahmen in irgendeiner Weise hinauszugehen und, wenn Sie so wollen, von Oberlehrerperspektive aus die Gesellschaft dazu zu zwingen, bestimmte Dinge nicht mehr zu sagen, bestimmte Verhaltensweisen zwangsweise zu tolerieren, die man ablehnt und schlecht findet. Darf ich da ganz kurz einhaken? In der Zeit diese Woche einen großen Artikel, sehr lesenswert, wo kommst du eigentlich her? Da wird genau diese Frage diskutiert. Darf man diese Frage noch stellen? Und ich muss zugeben, ich bin da selber auch schon reingetrampt. Ich habe auch schon Menschen gefragt mit fremdländischen Namen, woher kommst du eigentlich? Ich habe das neugierig, freundlich gemeint und wurde dann entsprechend darauf hingewiesen, dass man diese Frage nicht mehr stellt. In diesem Artikel wird dargelegt, dass das heute nicht mehr einfach Ausdruck von Neugier oder nicht mehr so verstanden wird als Ausdruck von Neugier, sondern eben als Mikroaggression von gewissen Leuten. Jetzt die eigentliche Frage, und die fand ich interessant, die stellt sich doch schon, wer sind eigentlich die Fragenden? Wir hier sind keine Personen, die wahrscheinlich je diskriminiert worden sind. Vielleicht wir als Frauen, ich weiß es nicht, aber wir sind gut gebildet, wir sind weiß, wir sitzen beruflich fest im Sattel. An wem ist es eigentlich zu sagen, wann es ausreicht mit Political Correctness? Ist es nicht an denjenigen, das zu sagen, die selber eben Opfer sind von Diskriminierung? Ich glaube, diese Frage müssen wir schon stellen. Aber also können wirklich wir doch, das entscheiden? Diese Menschen werden in der westlichen Welt juristisch geschützt. Es gibt doch längst juristische Regelungen gegenüber Diskriminierung. Sonst gäbe es das moderne gesellschaftliche Zusammenleben seit Jahrhunderten nicht. Also es gibt gar keinen Bedarf an einer Neuregelung. Das Neue ist nicht, dass Menschen stärker diskriminiert würden als früher. Diskriminierung ist so alt wie die Menschheit und es wird, solange es Zivilisation gibt, auch Diskriminierung geben, weil es ja eigentlich nur heißt, Grenzen ziehen, Unterschiede machen und Ähnliches mehr. Das wird immer so sein. Aber neu ist, dass man die Empfindlichkeit, also das subjektive Empfinden, wie ist meine Situation innerhalb der Gesellschaft, dass man das versucht zum Maßstab zu nehmen. Und dann gibt es im Grunde nur noch einen, der wirklich authentisch urteilen kann. Das ist das einzelne Subjekt selber. Der Einzelne, der sagt, ich bin beleidigt worden, ich bin diskriminiert worden, man spielt mir übel mit und dafür will ich in irgendeiner Weise... Ich glaube schon, dass Sprache mächtiger ist. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass Jugendliche mit einem fremdklingenden Namen in der Schweiz es sehr viel schwieriger haben, eine Lehrstelle zu finden,
wie Personen, die einen Schweizer Bünzli-Namen haben, wenn ich es mal so sagen darf. Also das heißt, Sprache macht natürlich immer etwas mit uns. Ich würde jetzt auch zu dieser Frage, woher kommst du, zuerst eine Anekdote erzählen und dann zu dem prinzipiellen Problem gerne kurz was sagen. Das eine ist, also ich verstehe das schon, ja, dass man solche Fragen auch in gewisser Weise als anstößig oder als Misstrauenserklärung auffassen kann. Aber das muss ja nicht so sein. Ich denke, da kommt es auch auf den Kommunikationskontext an. Ich habe zum Beispiel einen Assistenten, der hat leicht asiatische Gesichtszüge und einen ganz sicher nicht europäischen Namen, spricht aber ganz normal, ist offensichtlich hier aufgewachsen. Und ich habe ihn nie gefragt. Ich habe ihn nie gefragt, woher er kommt, was dieser Name bedeutet, dergleichen mehr, sondern er ist mir aufgefallen, seine Leistung, er hat sich beworben, er hat diese Stelle bekommen. Und sehr, sehr, sehr viel später, wenn man halt dann irgendwie auch mal bei einem Café sitzt und nicht nur eine Lehrveranstaltung diskutiert, habe ich ihn gefragt, du, jetzt interessiert es mich eigentlich schon, was bedeutet eigentlich dein Name? Ja, und ich habe gesehen, wie ein Strahlen über sein Gesicht ging, denn er hat eine unglaublich interessante Lebensgeschichte hinter sich und war heilfroh, seinem Chef diese Geschichte jetzt erzählen zu können. Und ich war heilfroh, über ihn etwas erfahren zu haben, was jetzt überhaupt keine Auswirkung hatte auf meine Beurteilung seiner Leistung, seiner Position, den Job hat er ohnehin schon vorher bekommen, aber das erfahren zu haben, was einfach die zwischenmenschliche Kommunikation und Beziehung in beiderlei Hinsicht bereichert hat. Und jetzt frage ich mich, was war hier aggressiv? Genau, was war hier diskriminierend? Nicht. Aber ich habe ihm wirklich diese böse Frage gestellt. Ja, aber er ist ein Arrivierter. Er hat die Stelle bei Ihnen erhalten. Er hat ja aber also böse wäre es ja gewesen, wenn ich ihn vorher gefragt hätte und dann gesagt hätte, na, also dann gibt es die Stelle nicht. Also das wäre wirklich furchtbar gewesen. Ja? Ziehen wir das Thema sofort, nicht jetzt ins Lächerliche? Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht lächerlich. Sondern ich wollte darauf hinweisen, es kommt auf den Kommunikationskontext. Das, was mich an, diesem politisch korrekten Sprachvorschriften stört, das ist, dass man glaubt, es gibt eine sprachliche Formulierung, die für alle Kontexte entweder richtig oder falsch, gut oder böse ist. Und das stimmt eben nicht. Das entwertet nämlich die Unmittelbarkeit, die Lebendigkeit, die Vielfältigkeit von Lebenssituationen. Der beliebteste Mensch in der deutschen Öffentlichkeit ist Ranga Yogeshwar. Klingt nicht wahnsinnig deutsch, oder? Daran hat sich noch nie irgendjemand gestört. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie heute mal Filme angucken oder wenn Sie sich einfach mal die Namen angucken, die so im Abspann von irgendeiner Dokumentar Sendung oder sowas laufen, da ist das Verhältnis von deutsch klingenden Namen und irgendwie exotisch klingenden Namen mindestens 50-50. Also, dass sich daran jemand stören würde, ist jedenfalls für mich in der deutschen Öffentlichkeit nirgendwo erkennbar. Ich glaube, diese Betroffenen würden sagen, Sie bringen jetzt lauter Beispiel eben von arrivierten, erfolgreichen Menschen, die es geschafft haben. Und noch einmal, zu sagen, wann politische Korrektheit zu viel ist, die Definition dafür sozusagen oder das Maß anzugeben, wäre an denjenigen, die nach wie vor unter Diskriminierung zu leiden haben. Das Problem ist nicht existent, das ist ein Phantomproblem. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Diskussion habe ich ja auch schon öfter geführt, weil ich werde tatsächlich gefragt, woher ich komme, weil mein Name, und dann muss ich erklären, ich bin Schweizerin, mein Vater war Engländer, und dann sagen sie, ja, sie können gut Deutsch, was ist das, selbst für Schweizer oft dann irgendwie noch in Anschlag gebracht wird. Und dann, aber das Interessante ist, ich empfinde das nicht als aggressiv oder als quasi als Angriff, weil ich nicht den Eindruck habe, es kommt mit einem Verdacht einher, dass irgendetwas daran falsch ist. Und diese Diskussion habe ich aber schon oft mit türkischstämmigen, aber selbst auch spanischstämmigen oder italienischstämmigen Freunden gehabt, die mir sagen, in Deutschland wird mir dann immer so unterstellt, weil ich ein bisschen mediterraner aussehe, dass irgendetwas an mir weniger gut sei. Und das kommt so ganz subtil rüber. Und also die haben tatsächlich zum Teil ein Problem, also selbst, wo ich bei Italienern und Spaniern denke, naja gut, aber ihr kommt jetzt echt auch aus Westeuropa, also ihr habt wirklich auch keine schwere Migrationsgeschichte hinter euch. Und da gibt es, also die Sensibilität, würde ich sagen, ist im Einzelnen anzulegen. Und da finde ich, ist es aber auch eine falsche Darstellung dessen, worum es geht, dass wir diese Frage nach dieser Sensibilität aufbringen und uns möglicherweise bewusst machen, dass es vielleicht blöd sein kann, wenn ich jemand mit einer anderen Hautfarbe sofort so, woher kommst du, frage, dass wir diese Bewusstsein pflegen, das ist okay. Aber zu sagen, die Frage, woher kommst, ist prinzipiell verboten, ist doch unsinnig. Dann ist es eben eine Karikatur zu sagen, es gibt jetzt Gesetze, die sagen, wir dürfen nicht mehr fragen, woher kommst du? Wie nennen Sie das hier? Es ist kontextspezifisch. Ich würde gerne noch auf diese Süßspeise eingehen. Genau meine These. Herr Bolz, was ist das hier für Sie? Ja, ich habe gehört, man muss Schaumkuss dazu sagen. Bei uns war das früher ein Mohrenkopf. Aber ich habe mich von meinen Kindern belehren lassen, dass das politisch unkorrekt ist.
Ich versuche, diese Süßspeise zu vermeiden, aber ich würde sie tatsächlich nicht mehr mit diesen alten rassistischen Bezeichnungen bezeichnen, weil die tatsächlich einfach historisch gesehen... Was ist daran eigentlich rassistisch? Das habe ich nie verstanden. Ist die Mohrenstraße in Berlin auch rassistisch? Denn einige denken ja darüber nach, sie auch umzubenennen. Ja, man kann natürlich darüber historisch, wir können sehr gerne darüber historisch diskutieren, dass die Mauren ja eigentlich eine überlegene Kultur waren, so die natürlich den deutschen Norden zu Warum der Zeit... Warum bringt man das den Leuten nicht bei? Das wäre natürlich noch die schönste Aufklärung, die wir machen können. Sie sind doch für Aufklärung. Ich bin sehr für Aufklärung. Ich glaube, die Worte, die aber gleichzeitig in den letzten zwei Jahrhunderten einen sehr starke Konnotation mit auch rassistischen Politiken und rassistischen Kontexten haben. Ich versuche, sie zu vermeiden, weil ich das wirklich wiederum für ein Gebot der Höflichkeit halte gegenüber Leuten. Aber das können Sie persönlich doch tun und das ist wunderbar. Aber warum das andere dazu zwingen? Persönlich. Aber ich warum andere habe dazu ich zwingen? Sie dazu gezwungen? Nein, sie aber das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Aber wir dürfen es eben nicht. Sie dürfen es eben nicht Mohrenkopf nennen. Sie haben es doch gerade Mohrenkopf genannt. Ich habe gar kein Problem. Sie sind immer noch auf dem Sender. Ich habe es historisch korrekt gemacht und habe gesagt, früher, als es noch nicht inkriminiert war, habe ich es Mohrenkopf genannt, wie alle anderen Menschen übrigens auch, habe aber mich belehren lassen, dass das politisch unkorrekt ist und mit Sicherheit Sie würde ich mich... Sie haben es nicht aus eigener Einsicht, also Sie haben nicht eigene Einsicht Nein. darin, dass die Nein, da war ich Bezeichnung von Mohrenstraßen und Mohrenköpfen vielleicht historisch zumindest Herr Liesmann, möchte auch noch was sagen zur Süßspeise? Natürlich Mohrenkopf. In Österreich übrigens gibt es eine ähnliche Süßspeise, die nennen wir Schwedenbomben. Und das finde ich noch viel schöner. Ich möchte nur prinzipiell dazu sagen, natürlich soll, man kann es freigeben, jeder soll dazu sagen, wie er will. Ja? Aber Bezeichnungen in einem sprachlichen Kommunikationskontext haben ja den Sinn, etwas eindeutig definierbar zu machen. Das heißt, irgendwann einmal muss man sich darüber entscheiden, wenn man ins Geschäft geht, was steht dort, was kaufe ich. Und ich kann natürlich auch sagen, Menschen können zu Salat auch Gemüse sagen und zu Gemüse auch Tisch sagen und zu Tisch auch Speck sagen, nur wissen sie nicht, was sie dann haben. Das heißt also, irgendwann einmal muss festgelegt werden, wie dieses Ding tatsächlich heißt, damit ich es identifizieren kann. Und da ist dann schon die Frage, bleibt man jetzt beim Mohrenkopf oder findet man das aus rassistischen oder sonstigen kulturkritischen Gründen nicht mehr akzeptabel? Ich finde auch solchen traditionellen Bezeichnungen gegenüber, die ihre Geschichte haben, die vielleicht tatsächlich auch mit dem Kolonialismus zu tun haben, kann man schon auch eine bestimmte Form von aufgeklärter, auch ironischer Distanz gegenüber haben, was mich auch ein bisschen stört daran, ist diese Ernsthaftigkeit, mit der solche Dinge dann verhandelt werden. Das mag sein, der Mohr übrigens hat im deutschen Sprachgebrauch nie die rassistische Konnotation gehabt wie etwa der Neger. Es gab ja auch mal Negerküsse oder Negerbrot als Süßspeise. Das wissen wir alles. Ja? Aber warum kann man nicht sagen, das ist eine Traditionsspeise, so wie was ich in Österreich, das Zigeunerschnitzel und dergleichen mehr. Wir kennen die Problematiken, die damit zusammenhängen, aber wir haben genug ironische Distanz, damit umgehen zu können. Wir müssen nicht die ganze und Welt die Frage benennen. Ist, ob eben diejenigen, die betroffen sind, die ironische Distanz haben können. Aber machen wir einen Schritt. Darf ich nur eines sagen? Es gibt einen ja Beispiele. Satz, die können diese ironische Distanz natürlich auch aufbringen. Wir haben ja genug Beispiele, wo an sich diskriminierende Begriffe von den Betroffenen aufgenommen wurden und durch den Gebrauch positiv konnotiert worden sind. Der klassische Schwule zum Beispiel. Genau. Ja? Aber ich glaube, das ist eine Frage der Interaktion und der Kommunikation. Eine ganz kurze Bemerkung zu. Die ironische Distanz würde aber doch, glaube ich, meiner Meinung voraussetzen, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe heutzutage gar keine rassistische Diskriminierung mehr erfahren. Genau. Weil sonst wird das schwierig. Wir können diese Distanz vielleicht aufbringen, aber wir kennen das Problem wirklich nicht von innen. Gut, jetzt machen wir einen Schritt, nämlich hin zu den Medien. Das ist jetzt auch schon mehrere Male so ein bisschen durchgesickert, dass der Tugendterror irgendwie auch zu tun hat mit einer Veränderung der Medienlandschaft. Und in diesem Kontext sagen Sie ja auch, Herr Bolz, dass die Freiheit des Denkens natürlich auch impliziert, dass man dieses Denken auch formulieren darf und öffentlich äußern. Und damit sind wir bei einer Bemerkung oder einer Zuschrift wiederum eines Zuschauers, nämlich von Arthur Pünter. Der hat uns das Folgende geschrieben. Political Correctness ist Einschüchterungs- und Sprachpolitik, die kritische Andersdenkende dämonisiert, als rechtspopulistisch stigmatisiert und sie dank medialem Pranger zum Schweigen bringt. Medialer Pranger, das ist auch ein Begriff, den Sie verwenden, Herr Bolz. Was ist der mediale Pranger? Haben wir wirklich einen medialen Pranger?
Mit Sicherheit ist es bei uns so. Wie gesagt, ich muss immer als Gast hier aus Deutschland aufpassen, nicht zu generalisieren. Und ich weiß nicht, wie die Schweizer oder österreichischen Verhältnisse sind. Bei uns gibt es das in jedem Falle. Wir haben es allerdings auch mit einer besonderen Art von Journalistik zu tun in Deutschland. Immer mehr Journalisten, und zwar gerade in den sogenannten Leitmedien, begnügen sich nicht mehr mit Informationsverarbeitung und Informationsdarstellung, sondern glauben, den Auftrag zu haben, als Präzeptor als Oberlehrer Deutschlands aufzutreten. Das heißt also, das war das, was ich schon versuchte anzuschneiden, bestimmte Themen mit bestimmten Meinungen zu verschmelzen. Ich glaube, das ist der Sündenfall des Journalismus schlechthin. Also nicht mehr zu trennen zwischen Information und Meinung. Und gerade wenn Sie ins Fernsehen gehen, ein Medium, das doch immer noch sehr wichtig ist, und gerade wenn Sie ins öffentlich-rechtliche Fernsehen bei uns schauen, können Sie das in massivster Weise beobachten. Wir hatten ja schon in Ihrer Einspielung das Beispiel des Heute-Journals oder der Heute-Nachrichten. Ich glaube, gerade das Heute-Journal ist eines der massivsten Organe für diese Verschmelzung von Meinung und Thema. Und das bedeutet eben, wenn du zu einem bestimmten Thema eine andere Meinung hast, dann stehst du auf der falschen Seite, dann gehörst du zu den Bösen. Und diese Tendenz, denke ich, ist sehr, sehr stark und führt letztlich über die das, was die Medienwissenschaftler Koorientierung der Journalisten nennen, mittlerweile in Deutschland zu einer Art großer Koalition zwischen den politisch Mächtigen und den wichtigsten Journalisten, die tatsächlich, statt wie wir das früher gewohnt haben, kritisch über die Politik zu berichten, diese Politiken selber mit aller Macht unterstützen. Also gerade nicht mehr die Distanz der Berichterstattung wahren. Aber eigentlich ist doch schon Kommentar und Berichterstattung getrennt. Sie sagen jetzt, es wird eingerissen, aber gerade im Heute-Journal, finde ich, sieht man doch das eigentlich sehr schön. Das wird ja getrennt. Und wenn ich eine Zeitung aufschlage, dann schätze ich das sehr, dass ich einen Bericht lesen kann und mir dann die Kommentarspalte getrennt lesen kann. Sie als Medienfrau müssten doch wissen, dass man seit Jahrzehnten studiert hat und analysiert hat, dass es ganz andere Kommunikationsformen gibt, gerade im Fernsehen. Und Sie müssen sich nur mal das Gesicht von Herrn Kleber anschauen oder von Marietta Slomka, wenn Sie irgendwelche abweichenden Positionen ins Bild bringen. Dieses Gesicht spricht wirklich Bände. Und es bleibt eigentlich auch nicht nur bei den Gebärden und bei den Physiognomien dieser Leute, sondern auch in dem, was sie sagen, ist es keineswegs so. Das könnte man an Einzelbeispielen, glaube ich, sehr schön zeigen, dass da getrennt würde zwischen Information und Nachricht. Da können wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir hier Schweizer Fernsehen machen. Aber ja, was wollten Sie sagen? Also ich verstehe auf eine Art und Weise die Sorge. Ich halte das Problem allerdings der Medien heute tatsächlich für ein anderes. Also ich glaube eher, was das Problem ist, ist Boulevardisierung und sozusagen Vermeinisierung, die tatsächlich meiner Meinung nach nicht mit einer Vermischung von Information und Meinung zu tun hat, sondern mit einer Vertalkshowisierung. Also letztlich ist doch das Zentralorgan der Medien heutzutage sehr oft der Club, der wie nennt man das, die Talkshow, die politische Talkshow, wo Leute sitzen und Meinungen austauschen. Und da kommt eben heutzutage, glaube ich, weil das Stilprinzip sehr vieler Redaktionen das ist, dass es da möglichst fetzen soll, dass man da möglichst viel Kontroverse hat. Und da würde ich gar nicht sagen, dass da dann andere oder als zu rechts wahrgenommene Meinungen nicht auftreten, sondern genau weil man diesen Streit will, nimmt man das alles mit rein, aber man lässt es bei einem sehr leeren Streit. Also man versucht nicht die Verständigung, sondern man sucht das Spektakel, das emotionale Spektakel des großen Streites. Und damit hat man aber nichts geklärt. Sie unterschätzen das, das ist gecastet, aber es ist so gecastet, dass Sie, wenn Sie so wollen, von 5 Eingeladenen 4 Vernünftige in Anführungszeichen einladen und einen komplett Durchgeknallten. Und diese Kontroverse führt dann in keinster Weise dazu, dass Meinungen ausgetauscht werden, sondern es ist einer, der oder vielleicht auch mal 2, die diese politisch unkorrekten Positionen vertreten. Die sind aber meistens so unartikuliert und, wie soll man sagen, in so einer extremen Weise out, dass man von einem Austausch von Argumenten in keinem Interesse... Das ist keine Auseinandersetzung mit den politisch unkorrekten Positionen, sondern sie werden sozusagen einfach zu Clownen. Und sie werden vor allen Dingen gecastet. Ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung berichten. Wenn Sie zu einer Talkshow eingeladen werden, sagen Ihnen die Redakteure vorher, was sie gefälligst zu sagen haben. Und wenn sie diese Meinung nicht artikulieren wollen in dieser Sendung, werden sie wieder ausgeladen. Da bin ich froh, dass ich, glaube ich, sagen darf, an diesem Tisch ist es nicht so. Und auch in diesem Haus erlebe ich das anders. Herr Liesmann. Ich wollte eine Bemerkung machen. Also ich stehe dem allen sehr skeptisch gegenüber, wenn man sieht. Aber ich würde auch hier
vor zu großen Worten warnen. Also medialer Pranger ist mir zu stark, ja, für das, was sich tatsächlich abspielt. Genauso wie Tunkterror mir einfach zu stark ist. Da gibt man dem auch zu viel Bedeutung, egal wie man es sehen mag. Ich sehe jetzt, was die Medien betrifft, würde ich Ihre Analyse teilen, aber vielleicht auch nur darauf hinweisen, dass das natürlich auch einen logischen Grund hat oder einen faktischen Grund hat, nämlich der darin besteht, immer weniger Zeitungen, immer weniger Medien können sich tatsächlich zum Beispiel ein Netz eigener Korrespondenten leisten. Es gibt weltweit nur noch ein paar Nachrichtenagenturen, die die Fakten liefern. Und man weiß, das wird dann in jeder Zeitung so abgeschrieben. Das heißt, wenn ich in einem Nachrichtenportal sozusagen diesen Bericht gelesen habe, weiß ich, da wird jetzt dann überall stehen. Warum soll ich da noch eine andere Zeitung lesen? Ja, weil dort jemand seine Meinung dazu äußert. Das heißt, aufgrund dieser Informierung tatsächlich der faktenbezogenen Nachrichten und der Auswahl auch, die damit natürlich verbunden ist, wird es immer interessanter, wie die interpretiert werden, wird der Meinungsjournalismus natürlich auf diese Art und Weise gestärkt und also spiegelt sich auch wieder, dann natürlich auch in dem steigenden Interesse daran. Ich muss selber zugeben, wenn ich mein Medienverhalten beobachte, was so in der Welt tatsächlich jetzt passiert ist. Ja? Das hat man relativ schnell mitbekommen, egal über welches Portal. Aber mich interessiert dann, was schreibt der dazu, was schreibt jeder dazu, was steht dort auf der Meinungsseite, auch wenn das fein getrennt ist. Aber das findet man doch in den Zeitungen. Natürlich findet man das. Man findet das schon. Aber das Interessante ist, dass da natürlich die Meinungen das Übergewicht bekommen, weil die Faktenbasis immer vereinheitlichter, um nicht zu sagen, immer schmäler wird. Also ich lese jetzt nicht mehr eine andere Zeitung, weil ich weiß, der hat eigene Korrespondenten dort oder da und deshalb einen eigenen Blick und vielleicht Informationen, die die anderen nicht haben. Die benutzen alle die Meldungen derselben Nachrichtenagentur. Aber hat das nicht auch zu tun mit dem Internet, Informationen zu suchen, Daten zu suchen? Das ist etwas, was Sie heute alles machen können. Also das heißt, die Gatekeeper-Funktion des Mediums, die ist nicht mehr so wichtig, sondern wir kommen selber an die Informationen ran, sondern wichtig ist das Einordnen und Auswählen der Informationen. Eine paradoxe Entwicklung. Ich würde sagen, die Gatekeeper-Funktion wäre wichtiger denn je. Weil das, was ich jetzt als Individuum im Internet, in den diversen Foren, in den Blasen, in den Nachrichten finde, ist ja so vielfältig und oft eben in der Tat auch so fragwürdig, dass ich jetzt als singuläre Person mit dem, was ich halt so weiß oder mir denke, ganz, ganz schwer mich manchmal tue, zu also entscheiden, stimmt oder nicht. Also Sie haben beim Stichwort Fake News. Hat sich das denn wirklich so arg verändert? Nein, es hat sich nicht verändert. Betrogen wurde schon immer, gelogen wurde auch schon immer, und zwar auf allen Ebenen und von allen Beteiligten. Es gibt eine jahrhundertelange Diskussion über das Lügen in der Politik, sogar die Unvermeidlichkeit des Lügens in der Politik. Also das ist nicht Machiavelli nachlässt. Ich sehe die Diskussion über Fake News in einem etwas größeren Zusammenhang, und zwar im engen Zusammenhang mit dem Komplementärvorwurf Lügenpresse. Für meine Begriffe ist es so, dass die, und das sind wir auch bei dem Thema Internet und klassische Medien, die klassischen Medien sind in einer ganz großen Krise durch die Herausforderung der internetbasierten sozialen Medien. Und so wie ich das sehe, hat der Vorwurf der Fake News und das Faktum der Fake News auch eine Art Abwehrfunktion von Seiten der klassischen Massenmedien. Also die klassischen Massenmedien, um es kurz und einfach zu sagen, würden sich jetzt gerne in die Position bringen, wir, die klassischen Massenmedien, sind die Vertreter der Informationen, die letztlich die Vertreter der Wahrheit. Wir sind noch objektiv, während in den sozialen Medien es drunter und drüber geht, der jeder Wahnsinn seine Website hat und. So sehr natürlich die Kritik an den sozialen Medien berechtigt ist, würde ich den Umkehrschluss doch für wirklich naiv halten, nämlich zu glauben, die Massenmedien würden tatsächlich primär an der Wahrheit orientiert sein und tatsächlich objektiv Bericht erstatten. Das Problem bei dem Begriff Fake News ist nämlich, dass man denkt, es gäbe so etwas wie News im Sinne von rein faktischer Darstellung. Konrad Liesmann hat schon darauf hingewiesen, alles, was gesendet und geschrieben wird, ist hochselektiv. Aus einem unendlichen Potenzial von möglichen Daten und Informationen wird punktgenau ausgesucht, und zwar nicht, was wahr ist, sondern was die Leute interessieren könnte, was neu ist, skandalös. War das nicht immer schon so? Natürlich, immer schon so. Ja, genau. Nur die Situation ist eine neue. Ja. Bisher hatten die klassischen Massenmedien ein Monopol. Das heißt, sie konnten sich wunderbar etablieren und waren unangefochten. Das ist jetzt neu. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, gerade bei meinen Studenten beispielsweise oder meinen eigenen Kindern, die sich gar nicht mehr an den klassischen Massenmedien orientieren, sondern sich nur noch online
sein, über die Welt ein Bild machen. Und diese Herausforderung ist es, glaube ich, die zugrunde liegt dieser Kontroverse Lügenpresse versus Fake News. Ich wollte nur sozusagen als Österreicher eine kleine historische Reminiszenz noch anbringen. Ich glaube nicht, also die Kritik an der Presse ist so alt wie die Presse selbst. Ja, ist gar keine Frage. Ja. Karl Kraus, genau darauf würde ich verweisen. Ja, also freie Presse, liberales Blatt, Karl Marx hat dafür geschrieben und für Karl Kraus war das einfach Lügenpresse per Definitionem. Genau. Und er hat auch die Gegenöffentlichkeit dazu inszeniert, nämlich die Fackel. Also Karl Kraus heute wäre ein Blogger wahrscheinlich, der eine eigene Webseite hätte und der genau so eine Blase produzieren würde von vermeintlicher oder tatsächlicher Wahrheit gegenüber der offiziösen Lügenpresse, unter Anführungszeichen, wie das halt manche Internetportale vielleicht auch tun. Also das ist tatsächlich ein Problem, das mit Massenmedien selber schon in die Welt gekommen ist, das natürlich durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten intensiviert worden ist, ausgeweitet worden ist, neue Akzente bekommen hat, aber als prinzipielles Problem, der prinzipielle Verdacht, ja, dass öffentliche Medien sozusagen es mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen, wie ihre eigene Ideologie es ihnen vorschriebe, der ist von allen Anfang an da gewesen. Ich stimme Herrn Bolz dazu, was Sie sagen, dass es naiv wäre zu glauben, gegenüber den Fake News, es gibt sozusagen die objektive Wahrheit. Und da möchte ich noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema, was wir vorhin diskutiert haben. Genau darum finde ich auch diese Polemik gegen Political Correctness ein Problem, weil sie nämlich in ihrem Kern wissenschaftsfeindlich ist. Es ist die Absurdität der Wissenschaften, dieser geisteswissenschaftlichen Campus-Leute, die sich erdreisten, darüber nachzudenken, dass es Macht in der Sprache gibt. Und diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die ist genau das Problem, weil mit der kommt man dann auch auf einen ganz naiven Begriff von Fakten und Nicht-Fakten, also Fake News und Nicht-News. Und da könnte man, also es gibt sozusagen belegte Fakten, die Wahrheit sind. Also mit diesem naiven Begriff können wir nicht operieren. Wir brauchen natürlich tatsächlich ein kritisches Vielleicht Bewusstsein. Vielleicht könnten wir dann ein Beispiel nehmen, oder? Die Flat-Earth-Befürworter, also diejenigen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Das ist ja eine große Community und das ist jetzt keine Fake News. Man kann das finden im Internet. Ja. Die sagen natürlich genauso was. Es ist offenbar politisch inkorrekt zu sagen, die Erde ist flach. Wir haben aber Evidenzen dafür. Ziemlich politisch inkorrekt. Und Sie würden jetzt sagen, das ist eigentlich eben wissenschaftsfeindlich, dann so zu tun, als könnte man jeden Mist rumposaunen und zu sagen, es wird einfach als Mist diskreditiert, aber es gibt keine Evidenzen dagegen. Ja, und ich meine, man muss vielleicht einfach noch mal, es gibt ja verschiedene Stufen, also die große Kontroverse, als Trump gesagt hat, es waren ganz viele Leute bei seiner Inauguration da und die Luftbilder haben irgendwie klar gezeigt, es waren deutlich weniger als bei Obama. Das ist sozusagen eine empirisch evidente Beobachtung. Darüber kann man, worüber wir diskutieren können, ist warum. Was, weil es regnete an dem Tag, was bei Obama nicht der Fall war? Was, weil die Leute irgendwie, weil er weniger beliebt ist? Was, weil die Leute was anderes zu tun haben? Über das kann man diskutieren, aber über die Tatsache dieses Bildes, da gibt es unterschiedliche Also es gibt unterschiedliche Graden dessen, worüber wir diskutieren können. Also unterschiedlich basal. Ne? Gut. Also ich wollte nur sagen, es gibt auch Formen der politischen Korrektheit, die tatsächlich wissenschaftsfeindlich sind. Wenn also etwa junge Studentinnen und Studenten fordern, dass sie bestimmte Werke der Weltliteratur nicht mehr lesen dürfen, weil es dort um Krieg, Vergewaltigung, Raub, Mord und Totschlag gibt. Also wenn ich als Germanistikstudent nicht mehr den Werther lesen darf, weil dort ein Selbstmord vorkommt, dann ist das wissenschaftsfeindlich par excellence. Das ist das eine. Aber niemand und das andere, fordert das. Doch, bitte. Wir haben alle Werte gelesen, es wird heute noch gelesen. Man glaubt es nicht, aber die Absurditäten nehmen tatsächlich in dieser Art und Weise zu. Mag sein, dass das sozusagen nicht idiosynkratische Ausreißer sind. Das andere, was ich dazu sagen wollte, ist diese, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, die flache Erde? Die flache Erde, ja. Erstens, im Internet findet man jeden Unsinn. Das sanktioniert das noch überhaupt nicht. Sozusagen diese Form von Trump-Inauguration, wie viele Menschen waren auf dem Platz? In jungen Jahren bin ich sehr oft bei Demonstrationen mitgegangen. Und das war immer so, dass wir in unserer eigenen Kommunikation gesagt haben, es war eine machtvolle Demonstration von Tausenden von Studenten und Arbeitern. Im Polizeibericht stand, 300 versprengte Figuren haben sich dort versammelt. Richtig. Ja? Und für uns war völlig klar, die Polizei produziert
Fake News. Aber im Innersten wusste ich, es waren 250, die mitmarschiert sind. Also, aber ich habe es nur erwähnt, weil das die alternativen Fakten. Natürlich gibt es gibt unterschiedliche Interpretationen der Wirkmächtigkeit oder warum das so war oder wie wirksam es dann trotzdem war. Aber sozusagen das Faktum selber ist nicht alternativ. Herr Bolz hat das Schlusswort. Das Faktum ist weder alternativ noch sonst was, sondern wie das Wort Faktum heißt. Faktum heißt das Gemachte. Richtig. Jedes Faktum ist gemacht. Empirischen Daten. Wenn man wissenschaftlich etwas aus diesem Thema gewinnen wollte, und das wäre sehr, sehr viel, dann würde das darin bestehen, dass der Begriff Faktum selber problematisch wird. Mhm. Dass wir uns von der Naivität verabschieden, es gäbe so etwas wie die wahre Wirklichkeit, die man nur abbilden muss und sie präsentieren muss im Fernsehen oder in der Zeitung. Alles ist hochselektiv, alles ist konstruiert. Hinter allen Konstruktionen steht ein bestimmtes Interesse. Und ich denke, die Bürger sind mündig genug und klug genug, damit umzugehen. Und übrigens sind die meisten Menschen auch mündig und klug genug, mit solchen Thesen wie die Erde ist flach, cool umzugehen, nämlich das einfach zu ignorieren. Also wir könnten uns auch viel Diskussion sparen, indem wir sagen, okay, die Lüge gehörte immer schon zu unserer Öffentlichkeit und zur Wahrheit auch dazu. Und wir verkraften das und lass die Leute reden. Wir sehen die Welt ein trotzdem. Ein versöhnlicher Schluss. Ja. Wir sind wie immer beim Stammtisch, zuletzt noch bei unserer philosophischen Tipprunde. Frau Newmark, was haben Sie heute mitgebracht? Ich wollte heute auf einen Podcast hinweisen, der wird jetzt demnächst 10 Jahre alt. Philosophy Bites heißt der, das ist ein englischer Podcast, das ist die Großmutter aller philosophischen Podcasts, von 2 englischen Philosophen, Nigel Warburton und David Edmonds, betrieben. Die fragen große akademische Philosophen, manche sehr bekannt wie Martha Nussbaum und Peter Singer, manche viel weniger bekannt, aber spezialisiert. Und sie befragen sie 15 Minuten lang zu ihrem Thema. Und sie verpflichten akademische Philosophen darauf, in 15 Minuten das verständlich zu erklären. Und ich finde das eine wunderbare Art, Philosophie an die Öffentlichkeit zu bringen. Vielen Dank. Sie haben ein Buch mitgebracht, Herr Wolz. Das ist Karl-Heinz Bohrer, jetzt. Ein wunderbares Buch, das autobiografisch ist, das aber weit darüber hinaus uns auch einführt in die Kultur des Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Alle Schlüsselfiguren dieser Kultur wunderbar porträtiert, und zwar aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Und das hängt sehr eng mit unserem heutigen Thema zusammen, eine Perspektive, die man durchaus politisch unkorrekt nennen könnte. Und darüber hinaus lernt man auf diese Art und Weise nicht nur den Menschen Karl-Heinz Bohrer kennen, sondern auch seine Theorie, seine Ästhetik. All das ist so klug verwoben und vor allen Dingen so brillant geschrieben, dass ich sagen kann, es ist das tollste Buch eines aktuellen Autors, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Wunderbar, eine Leseempfehlung. Und auch Sie haben ein Buch mitgebracht. Ja, ich habe auch ein Buch mitgebracht, ein bemerkenswertes Buch aus einerseits historischen Gründen. Um das Jahr 1930 versuchte sich der damals junge Philosoph Günther Anders unter seinem eigentlichen Namen Günther Stern an der Universität Frankfurt mit einer Arbeit zur Musikphilosophie zu habilitieren. Aus politischen Gründen und auch am Einspruch des damals jungen aufstrebenden Philosophen Theodor Adorno ist diese Habilitation gescheitert. Das Buch, der Text, diese Arbeit wurde nie veröffentlicht. Erst jetzt, 80 Jahre nachdem sie entstanden ist, liegt sie endlich vor und man ist überrascht, wenn man diesen Text liest. Nicht nur aus historischen Gründen ein bemerkenswertes Dokument, sondern für jeden Musikliebhaber eröffnen sich ganz neue philosophische Zugänge und Welten, weil Anders vor allem aus der Perspektive des Hörenden, des Musikhörers schreibt, wie er sich in musikalischen Situationen wiederfindet. Also auf alle Fälle ein höchst empfehlenswertes Buch. Ja, damit sind wir wirklich am Ende unseres philosophischen Stammtischs. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich habe Sie gut gecastet. Das war Fake News. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ja, mit dem politischen Maulkorb geht es hier nun gleich weiter. Die Sternstunde Musik nimmt Sie nämlich mit auf eine Reise in den Iran, wo es Frauen verboten ist, vor Publikum solo zu singen. Eine junge Komponistin wagt es dennoch und erhebt ihre Stimme. Nächste Woche bohren wir einmal mehr ganz tief. Mein Kollege Yves Bossart spricht mit dem Kinderarzt und Entwicklungsforscher Remo Lago über die Frage, wer bin ich? Und wie finde ich das Leben, das zu mir passt? Falls Sie also noch auf der Suche sind nach der passenden Existenz, schauen Sie rein. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag.